Wir fahren durch die Stadt im Taxi und fast jedes zweite oder dritte Hochhaus, Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, Bankgebäude und was auch immer, alles Glasfassaden. Nicht ein einziges hat eine Solarfassade. Das würde genauso aussehen, das wäre derselbe architektonische Entwurf. Statt Glas, Photovoltaik, damit Stromerzeugung, gerade bei dem riesigen Strombedarf für Klimaanlagen. Und es ist nichts weiter als Gedankenlosigkeit von Architekten, Gedankenlosigkeit von Bauherren, dass sie gar nicht sehen, dass die geringfügigen Mehrkosten sich längst ganz schnell ausgleichen durch die kostenlose Stromversorgung, die man dadurch selbst autonom hat.